Willkommen zurück zum Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und ja, wir haben ein bisschen Mist gebaut. Wir haben jetzt schon dafür gesorgt, dass wir auffällig sind. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder unauffällig. Warum auch immer. Weil wir jetzt den Pass, den Zugangspass haben und so. Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir wieder unauffällig. Hallo! Ist da nur einer drin, ne? Wo ist denn der andere? Ach, der andere ist dort. Guck mal, jetzt sind wir nicht mehr... Komisch. Muss ich nicht verstehen? Oh, hier kann ich lang. Hier kann ich nach oben. Nach oben soll ich auch. Hallo? Ich will durch die Wand. Durch die Wand will ich. Ich erinnere mich das letzte Mal, ich bin hier lang geschlichen, das weiß ich. Ich bin hier komplett lang geschlichen. Da hatte ich es wohl damals noch mehr versaut als jetzt. Ach ja. Hier gab es dann auch noch irgendwie Barrikaden mit Laserstrahlen und so. Hallo? Was brauchen wir für dich? Wo wollen Sie denn hin? Zur Datenzentrale hat nur autorisiertes Personal Zutritt. Sie kommen da nicht rein. Ich habe die Kantine gesucht. Tut mir leid. Ja, ich bin neu hier, ne? Passiert. Hallo, hallo Wissenschaftler. Oh, ein PDA. Ich habe davon auch ein PDA gefunden. Vergesst mal die PDAs anzugucken. Verkehrt? Da. Und das sind ja nur diese E-Mails. So, okay. Ich muss erstmal wieder überlegen, wie ich hier weiterkam. Ey, die spielt an der Arbeit mit dem Handy rum. Das geht aber nicht. Wie kam ich denn weiter? Wie kam ich weiter? Ich glaube, nur die Tür. Das ist die einzige Möglichkeit. So, machen. Yay. Geht doch. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß echt nicht mehr, wie man weiterkam. Und ich habe dann geschossen. Es kann natürlich auch sein. Dass ich dann einfach, oh! Ach so, weil kein Platz mehr dafür ist. Habe ich denn das damals gemacht? Hallo, 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 ich bin nur hier lang. Ach, da sind die Sperren. Hier auch, aber hier kann ich doch noch durch, oder? Nein, verdammt. Verdammt. Nein, verkehrte Waffe. Oh Gott, und jetzt ist auch noch so einer. Wow. Nein, wenn ich jetzt auch noch treffen könnte, wäre das viel besser. Nein, ich habe die verkehrte. Nein! Ah, hat auch gereicht, okay. Und jetzt noch hier. Du wolltest gerade eine Granate werfen. Naja, dann mach ich halt ein bisschen anders aufmerksam für mich, ne? Oh, bitte erschießt keine Unschuldigen. Haben Sie genug? Wow. Nur noch der hier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Das habe ich mich gerade auch gefragt über dich. So, jetzt darf ich erstmal einsammeln. Oh, ich mache echt
Ich bin so gut im Schleichen, das ist ja unglaublich. Voll unauffällig und so. Ja, gut. Dass man nicht durch das Laserteil kann, das dachte ich mir irgendwie schon, ne? Hätte man sich auch so irgendwie denken können. Hallo. Ich habe als eigentlich gerade ausgedrückt und was macht's? Oh, ich guck mir das Inventar an. Oh, ich guck mir das Inventar an. Ja, okay. Verbindung trennen. Ich habe ja noch zwei PDA gefunden. Mit ganz schön vielen Daten. Hab einige neue Zugangscode bekommen. Bin ja echt erstaunt. Einfach kein Platz dafür. Ich muss mehr Munition verspenden. Ach genau, hier kann ich Kamera abstellen. Und M-U-O-N-R-U-L-E. Und zwar das ausmachen, geöffnet, trennen. Und dann kann ich hier noch schön rein und mich hier noch ein bisschen umsehen, was die hier so gelagert haben. Aber für mich nichts Brauchbares. Da ist noch ein Schacht. Schacht brauche ich ja wahrscheinlich nicht. Ah, ich muss genau hier hin. Oh, oh. An das erinnere ich mich. Seht ihr das da auf dem Boden? Warte. Da. Das sind sehr schöne Laser. Die sind herzallerliebst. Ich will mich hier nochmal kurz umsehen. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Oder jemanden übersehen habe, der eigentlich tot sein sollte. Boah, ist das eine lange Strecke. Was ist denn hier noch? Okay. Wäre ich doch nie im Leben hierher gekommen, nur um in den Schacht zu kriechen und dann wahrscheinlich in diesen einen Raum da rauszukommen. Habe ich das nicht sogar schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das hat alles schon ein Weilchen her. Ach, hier komme ich genauso raus. Okay, die Laserstrahlen sind immer noch da. Ach, Alarm ist gar nicht mehr. Auch gut zu wissen. Ach nee, ich würde es eigentlich gar nicht hacken. Weil Alarm ist ja eigentlich ausgestellt. Oh Gott, ich will dort nicht weiter. Das ist so scheiße an der Stelle. Weil der Alarm automatisch immer ausgelöst wird. Also hier ist man auf jeden Fall sicher. Da muss man sich halt beeilen. So, dass man hier dann sicher ist. Dann kann ich hier an der Seite nämlich... Da muss ich gucken, wie ich dann weiterkomme. Wahrscheinlich auf die andere Seite dort durch. Hm. Ach Gott. Oh nein. Ja toll, Alarm wurde ausgelöst. Durch was wurde Alarm ausgelöst? Nein, und wieder so ein Scheißteil. Oh, fuck. Finde ich ja mal gar nicht nett. Fuck. Los, komm raus. Komm raus. Komm raus, jetzt. Wow. Wow, der dreht sich einfach. Nein, nein, nein. Ah, ah, ah. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Renn, 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 du Sau. Renn, renn. Renn einfach. Oh
Gott. Komm hier rein. Er kann gar nicht weg sein. Nee, ich bin ja auch nicht weg. Dass Sie hier sind. So. Oh Gott. Oh Gott, dieses Teil hätte mich beinahe getötet. Bitte find nicht raus, dass ich hier bin. Nein. Nein, nein. Ich habe Angst. Oh Gott, ich habe so Schiss. Oh, das glaubt ihr ja gar nicht, wie viel Schiss ich habe. Oh Gott sei Dank, konnte ich da wegrennen. Ich habe echt schon gedacht, oh nein, jetzt bleibe ich hier hängen und jetzt schießt er mich kaputt und... Oh Gott. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. So. So, bitte sei nicht mehr feindlich. Einfach nicht mehr feindlich sein, danke. Einfach nicht mehr feindlich sein. Sei misstrauisch oder alarmiert oder sonstiges, aber... Sei bitte nicht mehr feindlich, damit ich dich dort an dem Computer hoffentlich ausschalten kann. Ach ja, ach ist das schön, einfach mal so in einem Schacht zu sitzen, darauf zu warten, dass der Countdown zu Ende geht und sinnvoll irgendwie die Zeit mit entsprechenden Kommentaren füllen. Mehr und weniger erfolgreich. Ich habe doch ein PDA gefunden. Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh Gott. Wie ist denn das hier aufgebaut? Aber das klappt. Das klappt. Zugriff gewährt. Okay. Jetzt kann ich das da auf die Gegner machen. Trennen. Oh, puff. Jetzt ist der keine Bedrohung mehr. Ey, der dürfte mich aber nicht mehr angreifen. Hallo? Nein, guck, der greift mich nicht mehr an. So, jetzt kann ich mir noch die Schränke angucken. Ich finde irgendwie voll viel Munition, aber nicht das, was... Oh, die Gasgranate will ich aber mitnehmen. Die Gasgranate nehme ich mit. Was schmeiße ich dafür weg? Ich habe die ganze Zeit so einen Teil. Warum aktiviert sich das denn nicht? Ach, weil ich es nicht auf Dings habe. Aber ernsthaft, brauche ich das? Bin doch jetzt auch so gut klargekommen ohne den. Ach, ich mache einfach das da weg. Weil die will ich mitnehmen. Die will ich unbedingt mitnehmen. Hallo. Ach, darüber kann man, glaube ich, diesen komischen Alarm ausstellen. Hier hätte man sich nochmal so kurz reinflüchten können und bla bla bla. Also es gibt also sehr viele Möglichkeiten, wie man merkt. Oder man nimmt einfach meine Möglichkeit, indem man ganz laut ist. Und immer auf sich aufmerksam macht. Uff. Ich muss mal gerade überlegen, was denn jetzt noch als nächstes kommt. Ah, okay. Okay. Pritchard, ich lade jetzt Van Brogens Beweis runter. Kann Seraph mithören? Laut und deutlich, Adam. Kann losgehen. Ich habe gehört, Ihr Team wurde in Detroit mobilisiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es ein rein taktischer Einsatz war. Reed und Ihr Team tragen subdermale GPL-Implantate. Man kann sie orten. Ihre Entführung war ein Fehler. Das hat Montreal schon geregelt. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht ganz so viel Vertrauen in unsere Freundin Eliza habe wie Sie. Sie ist zu sprunghaft. Ihre Bedenken sind notiert. Allerdings rate ich Ihnen, sich um Ihre eigenen Operationen zu kümmern, anstatt sich in meine einzumischen. Namir out! Boss, haben Sie das mitgekriegt? Ich hab's gehört, aber ich...
Megan und die anderen. Sie leben. Wir müssen bei der Sache bleiben. Sao hat eine Wohnung oben auf dem Gebäude. Außer ihr und ihren Wachen darf niemand dorthin. Gehen Sie rauf und finden Sie heraus, was sie weiß. Ja. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Und ob Reed und die anderen Leute wirklich leben, das erfahren wir auch erst im Laufe des Spiels. Naja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Tai.